Halt, stopp! Ich habe eine ganz wichtige Ankündigung für dich, die Person, die das Among Us-Video hier gucken will. Ab sofort, für wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen, wird auf diesem Kanal, aber auch auf dem zukünftigen Among Us-Kanal, jeden Tag um 15.30 Uhr ein Among Us oder Goose Goose Duck-Video kommen, okay? Nicht nur auf dem Kanal hier, sondern auch auf dem Kanal hier. Pinker Imposter, das ist jetzt der Übergang quasi. Nach einiger Zeit wird auf dem Kanal hier irgendwann kein Among Us mehr kommen. Aber es wird einen separaten Kanal geben, auf dem nur Among Us kommen wird. Jeden Tag. Ist ähnlich, wie es auf dem Kanal hier passiert ist. Bloß, dass hier dann mehr in die Richtung Vlogs und sowas gemacht wird. Wenn ihr Among Us gerne guckt, geht bitte unbedingt auf den anderen Kanal rüber. Da gibt es jetzt für euch die nächsten paar Wochen 2 Videos am Tag, was ganz cool ist. Abonniert den, schreibt einen Kommentar, lasst einen Daumen oben da, ihr wisst Bescheid. Ich werde in den Unmods öfter jetzt mal erwähnen, wie der Hase läuft. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und viel Spaß bei dem Video auf dem anderen Kanal drüben, okay? Dankeschön. Scheiße, die Lobby geht gleich zu, ich muss starten. Ja, okay. Linda, Beeilung! Ich bin umgezogen, ich bin umgezogen! Linda! Aber es regt mir doch gar nicht! Jetzt hab ich diesen hässlichen Rock, scheiße! Neue Wohnung, Gaming! Viel Spaß! Ja, ich will Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Oh, weia, Chat. Ich hab tatsächlich direkt Sakuri erwischt. Gewitchert. Dalu ist mit Basu unterwegs. Das ist an sich nicht schlecht. Niemand wird denken, oh, Blask ist die Witch. Und ich sollte auch jetzt nicht nochmal witchen, das wird das ein bisschen rausreizen, denke ich. Swipe Card. Machen wir die mal. Piep, piep, piep. Okay, Jeffrey Jefferson. Drive-by. Okay, dann haben wir hier die Halo-Card. Alter. Ne, also Licht war lange aus. Ich bin. Oh, Divi wurde gewitcht! Oh nein! Oh nein, Divi! Als ich gerade eben von meinem Upload Richtung Lifeline laufen wollte, um zu sehen, wer tot ist, weil Licht aus war und ich dachte, das ist lang genug aus, dass Leute gestorben sein müssen, sind mir von Office aus nacheinander einmal Jeff und einmal Vles gecrossed in meinem Kegel. Und dann war ich aber in dem Moment, wo ich. Also, das war ungefähr zum Moment, wo ich zu Office reingegangen bin und als ich auf Lifeline geguckt habe, war Jeff dann tot. Nennt man das beim Kegeln auch Strike eigentlich? Weiß nicht. Ey, das heißt so alle 9, ne? Alle 9, ja, stimmt, ja. Doch, ja. Doch, stimmt. Na, und wenn du in die Ritze wirfst, heißt das Pudel. Was? Ja, ja, das heißt tatsächlich Pudel. Was? Ja. Verstehe ich tatsächlich. Wie kommt der denn her? Aber Jeff war unter anderem neben Linda und Dalukat mein Geleitschutz für die Runde. Ich versuche einfach nur meine Tasks zu machen. Jeff ist zum Licht gelaufen, ich bin Richtung Lab gelaufen und wenn er direkt danach gestorben ist, dann ist es natürlich ein bisschen problematisch. Aber nicht wirklich, weil ich habe ja trotzdem meine Tasks weiterhin geschafft. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Also, dass Jeff zum Licht gelaufen ist. Ich kann tatsächlich das sehr bei mir eingrenzen. Also, ich glaube, es könnten entweder gewesen sein Terste, Sakuri, Timoros, Lunatic, Maggie also oder Franz. Ja, also alles. Ich bin sowas von safe. Also wirklich. Aber warum? Die Auswahl ist ja sehr gering, oder? Ja. Ich kann das sehr stark eingrenzen. Waren alle. Das Ganze, glaube ich, war. Nein, nein, nein. Ich glaube, Dalu habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe gesehen. Warst du jetzt reported? Ja. Dann war es Dalu. Vor dem Eingang zu Lights. Also ja, aber dann, wir waren doch alle in Spaceman drin, ja. Tim, ja. Tim, genau. Smaggy. Ja. Korrekt.
Und für die Witch würde ich Timorus tatsächlich rausnehmen. Der Junge hatte so krass viele Hummeln im Hintern, der ist ja nicht eine Sekunde stehen geblieben. Ehrenmann, ey. Let's go. Gute Hummeln im Hintern. Aber Divi, ich habe echt lange nach dem Planeten gesehen. Gesucht. Was? Okay. Divi, I could never. I could never. Ja, okay. Das wäre auch komisch. Sterbe ich jetzt eigentlich? Ja. Ja. Nee, ja. Wir können auch gessen. Wir können auch gessen. Ja, Terst gessen. Ich gess Terst of Witch. Nichts passiert, scheiße. Ah, warum habt ihr das denn nicht gemacht? Mit deinem Button. Aber vielleicht war Divi die Hexe. Divi ist sich selbst gewischt. Immer diese Spiegel. Du hast ein Mindgame. Ich guck mal drauf, ob jemand geschiftet hat. Nee, ist alles fein, ne? Ja. Divi ist tot. Mene. Bede. Okay, ja, wir müssen. Ich kann ein bisschen Quatsch machen, aber an sich, meine Tasks, die sind schon auch fortgeschritten mittlerweile. Das ist nicht ganz so. Ganz so easy tatsächlich. Ding, ding, bum, bum. Katze ist gewitcht. Oh. Die Witch ist, tot! Ja. Es war Divi. Wir haben. Was war der erste? Bestechende Logik. Da Lucia. Ich hab's gesehen, die Witch ist tot. Mhm. Also bei deinem Aussehen hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du gerochen hättest. Du bist der Beste. Sehen ist da schon präferiert. Hm. Also Terste liegt vor, also so zwischen. Wenn ich es gerochen hätte, hätte ich dich verdächtigt. Oder die Info von Franz ist jetzt untergegangen. Entschuldigung. Sie, also Terst. Ja. Was denn? Ah, zwischen okay. Communications und O2. Und okay. O2, okay. Ja. Bei dem Flakgeschütz. Hat mich irgendjemand geschildert eigentlich? Nee, ich habe einfach nicht zugestochen. Okay. Weil ich habe mich ein bisschen verplant. Ich musste leider noch 40 Sekunden auf meine Reagenzgläser warten. Und während ich gewartet habe, kamen Items zu mir reingelaufen und Baso. Aber bin mir nicht sicher, ob das ein Zufall war oder nicht. Baso lebt noch, das ist Tass. Du bist Tass mit deinem Auge. Hast du dich mal angeguckt? Nicht. Oha. Ja. Du hast auch so ein Auge unter deinem Glas. Ja, aber ich cover das wenigstens. Okay, was jetzt also die Info? Wo liegt überhaupt die Leiche? Zwischen Koms und O2, hat Franzi gesagt. Also so draußen. Ja, ein draußen. Flakgeschütz. Hm. Dann will ich aber sagen, wahrscheinlich ist die Leiche doch irgendwo Richtung Lights Out passiert. Die kann maximal 10 Sekunden alt sein, weil eine Menge. Ich bin in Comms reingelaufen und für 10 Sekunden war auch da. Base und Flash jetzt draußen. Beim Rausgehen, also ich wollte jetzt auch gerade rausgehen, hat sie reported, das heißt der Kill kann nicht allzu alt sein. Maximal 10 Sekunden wirklich. Was ist überhaupt gerade an? Ja, was haben wir denn? Wie viele Imposters? Wie viel Jakal? Zwei Imposter, Jakal, Sidekick, keine Ahnung. Das ist alles alle. An. Sind alle drin. Alles an, sogar Spy. Also wenn 10 Sekunden sind, dann kann ich aber auch Baso und Items rausnehmen. Ja, was denn? Kann man, falls wir Mayor haben, kann der einfach mal auf Cooler einen Button drücken und Items, du kommst mit zum Reagenzglas, okay? Okay. Finde ich gut. Was wollen wir machen? Bin gespannt, was passiert. Nevermind, Pizza ist da. Ich hab halt. Ich muss zur Tür, scheiße. Scheiße, ich muss zum Glas. Dankeschön.
Oh ja, jetzt kann er die Pizza essen. Ah, drei Leute, was? Warum tötet er mich denn? Ich hab ihn noch mitreported, let's go! Was ist das? Moment, wie kann... Wie? Was ist, oh, was, er hat auf Lava Snitch aufgepasst. Legit gerade frisch losgelaufen, als Lights ausgegangen ist. Ich habe ihn nicht mehr gefunden, wollte zu Reagenzglas gehen, es wird reported. Ist ich glaub das nicht. Es ist am Admin-Panel dann, am Dings tot. An der Wasserdose. Oh mein Gott. Wo man den Button drücken kann. Also Snitch da, war im Game. Ich habe auf Snitch gespielt, da offensichtlich. Muss sein. Hattest du einen Report-Button? Aber es gab einen Snitch und die wurde vom Lava-Jakal beschützt. Er ist ja insane. Du warst immer AFK, als Licht ausgegangen ist, Sakuri. Du standst genauso wie Flesk AFK da. Ich hab ja, ich bin aber weggerannt. Ja, ich bin aber weggerannt noch, bevor Licht ausging. Hab dann zuletzt nur noch gesehen, dass Baso da stand und Dalu auch noch da war. Ja, ich wollte eigentlich Vlesk schützen, dann ist Licht ausgegangen und dann stand er nicht mehr oben links. Ja, der ist weggelaufen. Der war dann auf einmal weg. Schönen Dank auch. Er ist abgehauen, als Licht aus war. Also ich vermute, dass Vlesk mit der anderen Person Lover war und Maggie vielleicht die Lover reporten wollte und dann... Das geht doch. Na okay, nehmen wir mal an, wie ist die Reihenfolge? Smaggy ist tot und reported. Das heißt, er wurde beim Reporten gekillt. Das heißt, ich glaube, es hat nichts mit Lava zu tun. Person A? Nee. Das war noch Warte mal, Dalu! Es kann doch Lava mit dem anderen gewesen sein. Wir hatten das in letzter Zeit auch super oft, dass sich Imposter und Jakal gleichzeitig getötet haben. Ich hatte das mit Holla letztens gerade. Ja, aber dann, und wie ist dann reported worden? Smaggy war selber bait. Einer, wenn Smaggy Imposter oder Jakal gewesen wäre, dann hätte er ja nicht reported. Aber wenn Vlesk bait gewesen wäre, hätte Flaggy niemals reported, wenn er im gleichen Moment unmöglich gekriegt hätte. Oh, wenn er Jakal ihn getötet hätte und er den Vlesk reingedrückt, dann hätte Smaggy Vlesk noch reported, aber Smaggy wäre gestorben. Das bedeutet, der Jakal wäre aber noch am Leben. Aber dann muss die Date-Zeit vom Report und der Kill ja im selben, also in derselben Sekunde passiert sein. Bait-Zeit ist ja immer nicht immer dasselbe, oder? Nee, beim Bait wäre es ja sogar noch einfacher. Ich sag immer zwei Sekunden. Du reportest auch, wenn du tot bist, theoretisch deinen Kill, also wenn du Bait warst. Ich hab's nicht verstanden. Also ob wir das Pferd jetzt jagen sollten oder die Eidechse. Was? Ah! Was bist du davon? Die Eidechse. Also das Pferd ist ja nicht. Das wird da, also das... Unmöglich, ne, dass die da drauf kommen. Ich habe auf Snitch gespielt. Was ich gerade machen wollte, ist, ich wollte zum Reagenzglas laufen, die Task fertig machen und dann so tun, als ob ich hätte irgendeine Richtung callen können. Ich hätte einfach gesagt, Office oder so. Oder Killer ist gerade ein Specimen oder so ein Quatsch. Ne? Die hätten mir das schon irgendwie geglaubt. Aber jetzt gab es eine echte Snitch, die ich töten musste. Und Dalu wusste auch, dass wir die töten müssen, weil ich ja schon auf Snitch spiele. Wir laufen hin, Snitch wird einfach vom Lava-Jakal beschützt, tötet mich, dadurch sticht die Lava ab. Junge, Junge. Vielleicht gab es eine neuen Tasks. Gut, da haben wir es ja eingestellt. Oh. Ah ja, okay. Jetzt liegen die beiden natürlich neben dem Report-Button. Na, das ist ein bisschen buggy, aber ist okay. So, wir fucken mal wieder Leute ab. Wo will er hin? Ins Office. Goodbye. Oh, das hat er sich selber zugemacht, ne? Aber das ist an sich gar nicht schlecht. Weil die jetzt alle hier stehen, wenn Tim im Office liegt. Ich versuche mal, das hier so ein bisschen im Blick zu behalten. Was machst du da? Ich habe geguckt, dass Tim Horus tot ist. Hä? Wo ist denn Tim Horus gestorben? Sakuri? Gibt keinen Silencer? Oh, sorry, ich hab schon geredet. Links aus der Tür raus. Bei Admin. Bei Admin links aus, also bei Office. Mhm. Ja, ja, okay. Genau. Okay. Also ich halte mich für sehr unschuldig.
Sorry, Sakuri, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wo du Tim reportet hast? Sorry. Office links an der Tür. Okay. Quasi. Also hinter der Tür, weil die Türen waren gerade zu. Als Licht ausging, wer kam dazu? Weil irgendeiner hat an den Schaltern rumgefummelt. Nein, an den Schaltern hast nur du rumgefummelt. Okay, du warst das. Kamst du von rechts? Kamst du von rechts oder von links? Schaltern, aber war so noch nicht mal an dem Ding dran. War so Moment, aber auch ich dabei stand und doch da hat schon jemand geflickt. Ja, ja, du bist ja, der Einzige, der dort gestanden ist. Als ich es geöffnet habe, hast du den rechten Schalter zweimal an- und ausgemacht. Ja, davor war so überhaupt an dem Ding angekommen. Nee, das meine ich gar nicht. Also das, darum ging es mir gar nicht. Ich habe einen Schalter wirklich zweimal gedrückt. Das ist richtig. Aber was ich sagen wollte, ist, mir ging es um die Türen. Ich weiß nicht, von wo du kamst. Ich hab die rechte Tür aufgemacht. Okay. Beim zweiten Lightsort. Beim ersten Lightsort stand ich sogar schon am Feld. Ja, aber okay, das habe ich, das weiß ich. Das heißt aber, dass... Wo kam Baso her? Von links. Ich habe feine Katze Sakuri noch unten bei O2 gecrossed, dann ist Licht ausgegangen und ihr seid beide nach rechts gelaufen und ich bin nach links wieder durch. Shandy Delaney dann für die 16 Monate dann extra noch. Die Tür war noch zu, du musstest die Tür aufmachen, um zu mir zu kommen. Die Türen waren beide zu, also die Durchgangstür war zu und versperrt, die ist aber ungefähr 2 Sekunden vor meiner Tür aufgegangen. Ja, das war ich. Okay. Sakuri, wo liegt die Leiche? Office links. Wenn wir alle drei beim Licht waren und nur Sakuri nicht beim Licht war, hat vielleicht einfach Sakuri den Kill gebaut? Oder ist nach dem easy? Ersten Light ist Dalu aber auch über mich drüber ganz, ganz komisch an Story. Nein, aber das erste Light war es nicht, da war er noch am Leben. Okay. Ist egal, das ist nur noch Evil Gesser und zweimal Jakal drin, da ist egal, was ich einmal Jakal. Ach so. Und dann bin ich ja schon wieder das einzige Crewmate. Moment, Items, du hast mich nicht mitgevotet? Nee. Ich dachte, du votest mich. Nee, ich finde dich sass, aber manchmal ist das einfachste, die einfachste Lösung die richtige. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Let's go. Das war aber auch unlucky, ne? Nice Gesser rausgewotet. Das war aber auch unlucky. Also, als du das erste Mal Open Field standest, dachte ich, du bist Bait. Aber Bait ging nicht, weil Vlesk war Bait. Oh, echt? Oder nee, war es irgendeiner, war doch Bait, weil Schmeggy gar nicht drauf geachtet, wer Bait war. Also, das war einfach nur Pech. Nee, also die Smaggy-Geschichte, die war halt ein bisschen weird. Ich wäre auf Snitch gespielt in der Runde und ich wollte halt so tun, als ob ich Tasks fertig mache und dann wird Button gedrückt und dann kann ich irgendeine Ortschaft callen so und dann wird dann jemand rausgeholt wahrscheinlich. Aber dann kam Pizza, ich komme wieder, sehe einen Snitch-File, denk mir so, scheiße, den müssen wir umbringen. Dalu kommt mitgelaufen, aber Snitch war Lava mit Jakal. Ja. Dann hat der Jakal mich einfach abgestochen und reportet, aber genau in dem Moment hat Dalu halt zugestochen. Ich dachte die ganze Zeit, das hat mit einem Bait zu tun gehabt, deswegen habe ich zwischen bei Items, als er oben viel stand, dachte ich erst, oh, Items ist Bait. Und dann, nee, kann er ja nicht sein. Dann ist er ja wahrscheinlich Hacker. Nee. Ja, aber deswegen Gaming und Escape gedrückt und dann darfst du 8 Minuten laufen. Ja, genau. Aber ich dachte, ich habe Bait, habe ich komplett rausgenommen. Aber ja, deshalb lagen danach die beiden Leichen vom Table, weil die halt im Meeting quasi noch umgeplumpst sind. Ich dachte auch einfach, dass in dem Raum 2 Leute drin sind und du den ersten Kill gemacht hast. Deswegen habe ich auch noch reingestochen. Ich dachte, du hast einfach den ersten gekillt. Oh, da ist noch einer. Und dann hab ich gespammt. Nee. Smaggy hat mich abgefangen, aber dich halt nicht. Okay, das war eine komische Runde.